Hallo Tobadi hier, willkommen zu einer weiteren Folge von Rocket League. In meinen letzten Videos habe ich mich über dieses Luxusproblem, Anführungsstriche, beschwert, dass ich im Spiel erkannt werde und dann immer das Gefühl habe, dass ich zu sehr unter Beobachtung stehe, dass das zu viel Stress ist, dass meine Fehler viel zu sehr auf eine Waagschale gelegt werden. Und ich will ja einfach nur das Spiel spielen. Und deswegen dachte ich mir, okay, du brauchst einen Undercover-Namen. Und deswegen habe ich einen Undercover-Namen gewählt, der in eine ganz andere Richtung geht, als man jetzt vielleicht denken würde. Playlist-Population, toll. Denn man müsste ja meinen, ich müsste jetzt irgendeinen Namen geben wie Hase31 oder sowas, halt irgendwas ganz Unbekanntes. Ich habe mich Unge genannt. Ich habe mich nach den meiner Meinung nach bekanntesten deutschen YouTuber benannt. Wahrscheinlich ist Montana Black auf Platz 1 ganz locker oder jemand anderes. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich komme ja... Oh, ich sehe schon direkt. Unge hat halt damals so krass eine YouTube-Ära geprägt. Und sowas gibt es ja gar nicht mehr. YouTube ist ja so groß, da gibt es jetzt ja gar nicht mehr den YouTuber, der wirklich jetzt hier eine Ära prägt. Aber damals war es schon krass mit der Longboard-Tour und so weiter. Deswegen, ich habe mich einfach Unge genannt und hoffe, dass ich damit undercover bin und wir jetzt keine Probleme haben. Und wenn Leute fragen, Unge, bist du der echte? Ich einfach sagen, nein. Und fertig. Das macht vieles leichter für mich. Kann aber auch sein, dass ich den Namen nochmal wechsle in naher Zukunft. Vielleicht im nächsten Video schon. Müssen wir mal gucken. Oh Gott. Hi, lol. Falls ihr übrigens was holt im Shop, könnt ihr sehr gerne meinen Creator-Code BADEYT eintragen. Da ist gerade ein Sonderangebot für einen Wagen und da kriegt ihr 500 Credits, kostet 5 Euro. Das könnt ihr euch mal überlegen. Und wenn ihr neu seid, könnt ihr auch sehr gerne ein Abo lassen. Ich glaube, uns fehlen noch 50, 60 Abos bis zu den... Ich weiß original nicht, wo wir stehen, aber wir sind kurz vom nächsten 1000er-Schritt. Und, oh, hätte ich machen müssen. Ich glaube, wenn wir noch ein Tor machen, ist eh alles vorbei. So, das war's. Die müssen, die können doch nicht aufgeben. Die können erst ab 3.30 aufgeben. Ja, der geht schon so raus. Unge bringt uns Glück. Muss man auch mal sagen. Uns Unge zu nennen, bringt anscheinend Glück. Kann ich jedem empfehlen. Hat Unge sich das Profilbild eigentlich als Marke geschützt? Habe ich jetzt hier Copyright-Bruch begangen? Mate, geh doch einfach raus. Jetzt ist er rausgegangen. Warum ist jetzt? 7-1, ich kann das nur drehen in der Minute. Nein, kannst du nicht. Ich müsste eigentlich auch so denken und spielen wie Unge, ne? Unge wäre da, glaube ich, ein bisschen gechillter. Der hat jetzt in den Chat geguckt. Simon, guck doch mal in den Chat. Das hätte Firegoden gefallen. Wir haben uns wieder Benza gekriegt, aber jetzt im gegnerischen Team. Ich weiß ehrlich gesagt aber null, wie Benza spielt. Der ist zweimal schlecht rotiert. Aber ich bin jetzt auch schlecht rotiert, bin so standschlecht. Deswegen, weiß nicht, wie viel das Aussagekraft hat. Und er geht rein. Vielleicht sind wir auch unbesiegbar, sobald wir Unge in Unges Haut geschlüpft sind. Sein Fehler war jetzt übrigens, dass er zum großen Boost gegangen ist. Da war im Grunde alles in Ordnung, aber in dem Moment, wo er halt zum großen Boost geht und das Tor ignoriert, ist es halt ein Gegentor. Und in dem Moment, jetzt, wo ich einen Flip mache, statt einfach ein bisschen cooler zu Ball zu gehen, bin ich einfach viel zu weit geflogen dadurch. Oh. Hat er den gehalten oder wäre der nicht rein? Ich glaube, der wäre nicht reingegangen und er hat ihn gehalten. Okay. Der war scheiße, aber er macht den rein. Let's go! Schön. 2-2. Da habe ich den Ball verloren. Da. Man konnte original den Moment erkennen, wo ich keine Kontrolle mehr über den Ball hatte. Tor ist leer. Weil der eine viel zu weit rotiert ist. Also komplett sinnlos. Auch hier wieder. Boost war den einen wichtiger als Ball. Da. Wenn er zum Tor gegangen wäre, hätte ihn wahrscheinlich noch rauskratzen können. Oh, nee, ja, jetzt war der Fehler, dass ich ein Boostfeld nicht eingesammelt habe. Auf dem Rückweg. Ah, nee, konnte ich nicht. Ich habe davor aber irgendein Boostfeld verfehlt. Mit ein bisschen Boost wäre ich reingekommen. Ich hatte halt null Boost. Deswegen, das wirkt nicht wichtig mit den kleinen Boostfeldern, aber die haben am Ende oder können am Ende einen großen Einfluss haben. Das war jetzt scheiße. Oh, den mache ich jetzt für dich. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich hätte drauf hieten können. Verdammt. Ich bin tot. Noch nicht, das nächste Tor. Der ist für dich. Ich mach den. So. Ja. Ja! Er macht ihn, let's go, der war für dich, Unge. Ich mach den nicht, mein Teammate macht den, das sollte ein Pass werden. Ich wollte ihn nicht reinmachen, das sollte so sein. Let's go. Ja, wir können jetzt ein Tor machen. Wenn er irgendwas hinkriegt, flugtechnisch. Oh.
Der Buzzerbeater, der war für dich, Junge! Let's go! Der war nicht nur für Unge, der war für... Ich will das Minecraft-YouTube auf. Der war für Stilgi, der war für MC Expert, der war für Debitor, der war für GLP, der war für GLPs Bruder. Der glaubt, dass die Erde eine Scheibe ist. Ja, keine Ahnung, wie der heißt. Shoutout! 5 Schüssen mehr als nur ein Tor zu machen, wäre halt nicht schlecht gewesen. Aber 4 Paraden ist okay, ist okay. War jetzt nicht genial, aber war okay. Oh, hätte ich den noch leicht getoucht. Das war knapp. Das war knapp. Und war fast gut dadurch. Was macht er? Ich spiele in die Mitte für mein Teammate. Teammate spielt zu mir. Und ich treffe das leere Tor. Hey! Oh, das war von mir Top 10 schlechteste Defensivaktion, die ich in den letzten 30 Tagen so hatte. War schon sehr bad. Mit ein bisschen Glück hätte man jemanden rauswischen können, den Fehler ausgleichen können, aber der wurde so unter Druck gesetzt durch meinen schlechten Ball. Da war es dann schwer. Und da hat der Gegner... Oh, come on. Nein, ich hätte den treffen sollen. 50-50. Fake. Ja. Das klappt viel zu häufig. Ich gebe mir selber schön. Der Lukas macht Fake. Aber der Lukas macht wow, es war halt ein guter Fake, Dude. Das musst du auch mal anerkennen. 3-1. War lost, was ich im Tor gemacht habe übrigens. Wenn der Schuss nicht geklappt hätte von meinem Teammate, hätten wir ein Kontertor kassiert. Ich wollte ihn im Tor jagen, aber ich war einfach lost. Ich war nicht andersweise in der Nähe. Der wollte mich kaputt machen. Der eine wusste aber nicht wie. Das ist schon. Also, drittes Spiel, dritter Sieg. Ich kann es nur jedem empfehlen, einmal im Leben zum Unge zu werden. Ich bin sicher, der beleidigt seinen Teammate im Team-Chat. Der andere war aber da, der ist AFK gegangen, bestimmt nachdem er beleidigt wurde im Team-Chat. Würde ich einfach mal so behaupten. Hat Laune gemacht. 3 Spiele, 3 Siege. Mehr. Mehr davon. Wenn wir das nächste Spiel gewinnen, sind wir Liga 4. Und dann riechen wir ja schon Champion 2 wieder. Interessanter Pass, ehrlich gesagt. Ist komplett gebackfired, aber war interessant. Der war gefährlich. Ich habe den ersten Touch nicht aufs Tor gemacht, weil ich dachte, er den saven. Ich soll den jetzt faken, aber... nee, ich hätte ihn einfach links ins kurze Eck spielen sollen. Der war noch einen Meter weg vom Tor. Muss ich noch besser rauskriegen. Solche Situationen besser zu lesen. Ah... Oh nein, 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 nein. Komm ich dran. Lol. Kickoff-Tor nehme ich. Ah, schade. Ah, schade. Trotzdem ist das Spiel noch knapp. Die Double Committen. Du, die Double Committen. Kannst du jetzt punishen? Punishen, 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 punishen. Ja, ich dachte eigentlich die Gegner und nicht uns. Haben wir uns einfach... haben uns einfach vertan. Oh Gott, oh Gott. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Ich wollte halt keinen Flip in den Ball machen, weil so wie der gekommen ist, ich hätte wahrscheinlich ein Eigentor gemacht. Habe ich jetzt auch gemacht, aber halt mit einer Sekunde Verzögerung. Das war's. Der Ball ist gut. Der Ball ist mir noch heiß. Ey, wir machen jetzt nur ein Spiel. Sieg oder Niederlage, das wird jetzt das Finale. Wisst ihr, was das Problem ist? Im Spiel davor habe ich mich ein bisschen zu gut gefühlt. Ich habe mich gefreut, dass Dinge klappen. Hätte ich machen müssen. Spiel zeigt mir jetzt, ey. Och. Spiel zeigt mir jetzt, dass doch noch nicht alles gut ist. Da vor mir. Okay, Boost geklaut. Der kann nicht viel haben, deswegen ist er an der Wand. Okay. Der kann immer noch nicht viel haben. Deswegen pinche ich den mal hoch. Ja. Mach du. Okay. Oh Gott, ich hätte nicht fliegen dürfen. Sorry, das sind, glaube ich, ein bisschen verwirrt. Sorry. Also ich hätte ihn machen können, aber es war sein Ball von der Rotation, deswegen... Okay. Das ist komplett Chaos, das Spiel. Bin weggerammt. Was nicht so viel gebracht hat. Das ist Chaos, das Spiel! Okay. Ich muss das Chaos einfach nur...
aufnehmen. Das Chaos akzeptieren. Nicht dagegen ankämpfen. Ich bin das Chaos. Ich bin auch scheiße, wenn ich mir diese Situation angucke. Ich bin nicht nur das Chaos, ich bin auch scheiße. Mach den kaputt. Ja. Ja. Ich habe mich nur reingeworfen. Ich bin das Chaos, let's go. Bin tot. Aber, wenn ich mit Martin rein, dann ist, glaube ich, die Entscheidung. 5 Spiele, 4 Siege. Sehr, sehr gut, es geht nach oben. Ich will jetzt 2 Dinge machen, die ich aktuell noch nicht gemacht habe. Sache Nummer 1, ich will wieder Champion 2 werden. Sache Nummer 2, ich würde gerne mehr Turniere spielen. Das Ding ist einfach nur bei den Turnieren, ich weiß ja nie, wann die sind. So, da sind jetzt ja neue Zeiten, wann die sind. Die sind jetzt ja zu neuen Zeiten. Und da weiß ich, also halt einfach 1 Stunde später sind die jetzt, ne? Ich habe das noch nicht so richtig raus und dann will ich ein Turnier spielen. Und dann ist irgendwie ein zwangloses Turnier oder 3 gegen 3. Ich will aber nur 2 gegen 2 spielen. Deswegen, ich habe da ein bisschen was verpasst. Ich öffne mal kurz für euch, contentmäßig, ein All-Star-Pokal. Boom. Wir kriegen beschissene Reifen. Ich öffne kurz einen Hoffnungsträger-Pokal. Boom. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Dankeschön an Unge für den guten Namen, hat mir Glück gebracht. Bis dahin und ciao.